Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, vor dem Fernseher, vor dem Laptop, vor dem Handy oder auch sogar vor dem Computer. Heute ist Teil 2 von dem Schauspielcasting dran. Ein Teil haben wir bereits schon rausgebracht. Heute ist Teil 2 dran. Und genau, bitte schreibt uns auch in die Kommentare, das werde ich aber auch nochmal am Schluss des Castings sagen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich als Schauspieler geeignet bin. Und wenn ja, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Video. Und ich weiß auch schon, wer es macht. Oh nein, Alter, ohne mich. Du willst doch cool sein, oder? Ja, schon. Also? Okay, ich mach's. Vielen Dank, meine lieben Zuschauer, liebe Freunde von YouTube, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr so Aufmerksamkeit zu mir hattet, dass ihr zugeschaut habt, wie ich das Schauspielcasting leite. Und noch ein ganz großes Dankeschön an den Martin, der ist nämlich unser Regisseur und der hat uns diesen Text auch geschrieben. Und genau, wo der Text steht, das zeigen wir euch kurz mal eben. Und zwar steht der ganze Text hier, der steht hier. Und genau, der Martin hat sich echt damit viel Mühe gegeben, also genau. Und genau, das waren die Texte, die wir nur sprechen mussten. Das war einfach jetzt auch nur für ein Schauspielcasting Teil 2. Und falls euch das Schauspielcasting Teil 2 gefallen hat, ich und mein Team würden uns über einen Like sehr freuen und über ein Abo. Und schreibt uns doch auch in die Kommentare, ob ich als Schauspieler geeignet bin oder nicht. Das war's von Schauspielcasting Teil 2 und natürlich danke ich auch der Kameratechnik, die das alles gemacht hat, und ich danke auch dem Kameramann, Andi, der hinter der Kamera ist, denn wie ihr vielleicht gesehen habt, bin ich wieder immer hinter die Kamera zurückgegangen und dann hat er immer das Stopp gedrückt und damit ich es mir auch angucken konnte, denn warum ich auch mal zurückgegangen bin, das sollte deswegen sein, damit ihr denkt, egal. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Lukas. Bis dann und ciao!